Halli, hallo, z tej strony Herr Krawczyk, a temat dzisiejszej lekcji to das Fest Heilige Drei Könige, czyli Święto Trzech Króli. Zaczynamy! In Deutschland feiert man das Fest Heilige Drei Könige nur in drei Bundesländern. Jeżeli chodzi o Niemcy, to Święto Trzech Króli obchodzi się tam jedynie w trzech krajach związkowych. Ja, das ist richtig. Das Fest Heilige Drei Könige ist ein gesetzlicher Feiertag in Bayern, Baden-Württemberg und in Sachsen-Anhalt. Aber auch die Menschen in Österreich haben am 6. Januar frei. Czyli mieszkańcy Austrii 6 stycznia również mają wolne. Und der größte Experte, wenn es um das Fest Heilige Drei Könige geht, ist der heilige Matthäus. Największym ekspertem, jeżeli chodzi o Święto Trzech Króli, jest święty Mateusz. Hallo, ich bin der Evangelist Matthäus. To ja, Evangelista Mateusz. Und ich habe in meinem Evangelium über die Heiligen Drei Könige geschrieben. To ja, w mojej Ewangelii, czyli w Ewangelii według świętego Mateusza, pisałem o trzech królach. Hallo, ich grüße euch, ich bin König Kaspar. To ja, Król Kacper. Grüß Gott, ich bin König Melchior. Und mein Name ist Balthasar, König Balthasar. Kollegen, seht ihr diesen Stern, der dort am Himmel leuchtet? Czy widzicie tę gwiazdę, która świeci tam na niebie? Ja, gestern war der Stern noch nicht da. Wczoraj tej gwiazdy jeszcze tam nie było. Ja, dieser Stern verkündet die Geburt eines neuen Königs. Ta gwiazda zapowiada narodziny nowego króla. Also worauf warten wir? Na co czekamy? Folgen wir diesem Stern! Podążajmy za tą gwiazdą! Und so begannen Kaspar, Melchior und Balthasar ihre Reise. Tak Kacper, Melchior i Balthasar wyruszyli w podróż. Sie folgten dem Stern und schließlich kamen sie in eine Stadt. Podążali za gwiazdą, aż w końcu dotarli do pewnego miasta. Wir sind in Jerusalem, dotarliśmy do Jerozolimy. Jetzt gehen wir zum Königspalast. Teraz pójdziemy do Pałacu Króla. Ja, und wir fragen dort, ob jemand etwas über den neuen König weiß. Zapytamy tam, czy ktoś wie coś o nowym królu. In jener Zeit herrschte in Jerusalem der König Herodes. W owych czasach panował w Jerozolimie Król Herod. Ich grüße euch, witam was. Ich bin Herodes, der König von Judäa. To ja, Herod, Król Judei. König Herodes, wo ist der neugeborene König? Gdzie jest nowonarodzony król? Wir folgten seinem Stern, podążaliśmy za jego gwiazdą. Und wir kommen, um ihm unsere Gaben zu bringen. Przybywamy, aby ofiarować mu nasze dary. Wir wollen vor ihm niederknien und ihm die Ehre erweisen. Chcemy paść przed nim na kolana i oddać mu cześć. König Herodes erschrak, Król Herod się przestraszył, denn er wollte seine Macht nicht verlieren, gdyż nie chciał stracić swojej władzy. Also in meinem Palast gibt es kein neugeborenes Kind. W moim pałacu nie ma żadnego noworodka. Aber ich habe gehört, dass der König, den er sucht, in Bethlehem geboren wurde. Słyszałem, że król, którego szukacie, narodził się w Bethlehem. Okay, dann gehen wir jetzt nach Bethlehem. To teraz pójdziemy do Bethlehem. Ja, schaut mal, dort am Himmel ist wieder dieser Stern. Tam na niebie jest znowu ta gwiazda. Und wenn ihr den neugeborenen König findet, dann kommt zu mir zurück und sagt mir, wo er sich befindet. Ich will ihm auch die Ehre erweisen. Jeżeli znajdziecie nowonarodzonego króla, to wróćcie do mnie i powiedzcie mi, gdzie on przebywa. Ja też chciałbym mu oddać cześć. Aber Herodes hat gelogen. Herod kłamał.
Er wollte den neugeborenen König nicht verehren. On nie chciał czcić nowonarodzonego króla. Er wollte ihn töten, denn er selbst wollte König bleiben. Chciał go zabić, gdyż sam chciał pozostać królem. Kaspar und Melchior, wir müssen uns beeilen. Musimy się pośpieszyć. Der Stern leuchtet noch stärker. Gwiazda świeci jeszcze mocniej. Und dieser Stern führte sie nach Bethlehem. Ta gwiazda doprowadziła ich do Bethlehem. Schaut mal, dort über dem Stall leuchtet unser Stern. Tam nad stajenką świeci nasza gwiazda. Der neue König wurde in einem Stall geboren. Nowy król urodził się w stajence. Und als sie den Stall betraten, sahen sie dort Jesus. A gdy weszli do stajenki, zobaczyli tam Jezusa. Wir sind die drei Könige, to my, trzej królowie. Und wir bringen dir, König, unsere Gaben. Przynosimy tobie, królu, nasze dary. Von mir bekommst du Weihrauch. Ode mnie dostaniesz kadzidło. Und das Gold ist von mir. To złoto jest ode mnie. Und das ist die Myrrhe. To jest Myrra. Und so überreichten die drei Könige Jesus ihre Gaben. I w ten oto sposób trzej królowie przekazali nowonarodzonemu Jezusowi swoje dary. Ja, so war es. Tak było. Und in dieser Nacht hatten die drei Könige einen Traum. Owej nocy wszyscy trzej królowie mieli ten sam sen. Kaspar, Melchior und Balthasar, ich sage euch, geht nicht zu Herodes, denn er will Jesus töten. Mówię wam, nie idźcie do Heroda, ponieważ on chce zabić Jezusa. Geht nicht nach Jerusalem, nie idźcie do Jerozolimy. Geht direkt nach Hause, wracajcie bezpośrednio do domu. Hey, habt ihr auch das geträumt, was ich geträumt habe? Czy też śniliście o tym, o czym ja śniłem? Ein Engel hat mir im Traum gesagt, dass wir nicht zu Herodes gehen sollten. Anioł mi powiedział we śnie, żebyśmy nie szli do Heroda. Ich hatte auch diesen Traum, też miałem ten sen. Und der Engel hat mir gesagt, wir sollen direkt nach Hause gehen. Anioł mi powiedział, że mamy wracać bezpośrednio do domu. Und das haben sie auch gemacht. Tak też zrobili. Die drei Könige sind nicht zu Herodes gegangen, sondern sie sind nach Hause zurückgekehrt. Trzej królowie nie udali się do Heroda, lecz wrócili do swoich domów. Ja, moi drodzy, tak było. Na dzisiaj to wszystko. Das ist alles. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, a pozdrowienia specjalne wędrują do uczniów klasy 6A ze szkoły podstawowej nr 2 w Polkowicach. Tschüss!